Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementette und begrüße euch ganz herzlich zurück zu Monkey Island 2 in der Special Edition. In der letzten Folge haben wir das letzte Kartenstück gefunden, Wally wurde entführt und wir müssen jetzt Wally retten. Dafür sind wir in LeChucks Festung eingedrungen. Ich will nicht das Wort brochen nehmen, denn wir haben keine Tür. Also, naja, wir sind hier mal, wir haben sie infiltriert. So. Und jetzt müssen wir den Schlüssel finden. Das Problem, das sich stellt, ist, wir gucken uns mal diese Schilder an. Nice. Nice. Okay, da sagt er nicht viel zu. Dann gehen wir mal das Büro suchen, dass wir, wo er der Schlüssel ist. Das Problem ist, und das werdet ihr gleich auch feststellen. Ein LucasArts-Zeichen. Ja, und das Problem, das wir jetzt hier haben, ist, und das ist einer der Klassiker der Monkey Island-Rätsel, dass es hier irgendwie nicht wirklich weitergeht. Ne? Also wir kommen immer nur wieder durch diese Türen und es kommt, also das nimmt kein Ende. Wir können da ewig lang weitergehen. Und das ist natürlich ein Problem, denn wenn man jetzt hier ein bisschen rumprobiert, also ich will es jetzt gerade nicht zu exzessiv machen einfach, aber man kommt effektiv nirgendwo an. Man kommt immer nur quasi in einen neuen Raum mit diesen Dingern. Und was müssen wir jetzt machen? Wie können wir das lösen? Wir sehen die ganze Zeit diese Dinger im Hintergrund schon. Und wir erinnern uns, wir hatten da jemanden, der uns einen guten Tipp gegeben hat. Oder gesagt hat, das ist ein guter Tipp. Foreshadowing. Jetzt müssen wir in unserem Inventar, ich glaube hier, das können wir uns jetzt angucken. Und jetzt haben wir hier diesen coolen Song von unseren Eltern. Jetzt suchen wir, der Beinknochen hängt am Schädelknochen. Der Beinknochen, da hängt am Schädelknochen. Das Ding gucken wir uns mal an. It's some kind of strange skeleton statue. Und die können wir jetzt drücken. Aha, und dann können wir da durch. Gut. Dann Schädelknochen hängt am Hüftknochen. Schauen wir mal. Haben wir hier gar nicht. Hier haben wir Schädelknochen hängt am Hüftknochen. Also gleiches Spiel nochmal. Okay, das war scheinbar nicht richtig. Tja, wie kann es denn dann gehen? Das war scheinbar nicht richtig, immer nur mit zwei Informationen zu arbeiten. Na gut. Dann überlegen wir uns nochmal, ob wir sowas hier finden. Also Beinknochen, Schädelknochen, Hüftknochen. Beinknochen, Schädelknochen, Hüftknochen. War das genau das? Das war doch genau das, ne? Bein, Schädel, Hüft. Bein, Schädel, Hüft. Okay, dann nehmen wir das Ding hier, gehen da durch. Dann als nächstes Rippenarmschädel. Rippenarmschädel sehe ich hier nicht. Dann gucken wir mal, was ist hier. Schädel, Hüfte, Rippe. Rippe haben wir, glaube ich, gar nicht in diesem Raum, ne? Schädel, Hüfte, Rippe haben wir auch nicht. Tja, gehen wir mal nach links. Gucken wir nochmal drauf, was hatten wir jetzt gerade? Rippe, Arm, Schädel hatte ich eigentlich gesucht. Rippe, Arm, Schädel haben wir hier. Probieren wir mal. Scheint geholfen zu haben. Bein, Hüft, Arm, Knochen. Ja, haben wir ja gleich hier. Und dann? Schädel, Rippen, Hüft, Knochen. Schädel, Rippen, Hüft, Knochen. Das war gar nicht so schwer. Aha, sehr schön. Ja, auch das ist natürlich ein Rätsel, wenn man das nicht weiß, dann braucht man relativ lange, bis man da hinkommt, aber man kann ja viel ausprobieren. Oha. There is no way, not even in an adventure game, that I'd be able to get all those locks open. That is one huge door. Ja, oh. Ja. Na gut, dann hau hin. Was haben wir hier? Achso, das ist die Tür. Voodoo-Schlüssel zum Gefängnis, LeChucks Voodoo-Thron. Nice! Mehr fällt ihm nicht ein. Nice! Na dann. Oh. Guybrush Threepwood. You have finally been caught.
I have searched every island, sailed every sea, and now you are mine. What do you have to say for yourself? Tja, ich würde ja mal sagen, ja. Largo! Yes, sir, LeChuck, sir! Take Guybrush down to the torture chamber and get the machine set up. Yes, sir! Oh. You be in a heap of trouble, Guybrush Threepwood. Now that you are mine, you will pay for what you did to me! Hey, what's a little root beer between friends? Silence! There is only one thing more painful than being resurrected from the dead and crammed into a rotting body. Do you know what that is? It is what is about to happen to you. Can't we talk this thing out? You see that candle over there? When it burns through that rope, the bag will fall on the bellows. When it is compressed, it will shoot a single lead bullet, which will ricochet off that pan, then off the shield behind me, bounce off that other shield, finally striking the green balloon. When it pops, it will cause that lever to fall, releasing that ratchet on the chain wheel, and sending you down into the pit of acid. Do you know what happens next? I will take your bones, still alive and in great pain, and make them into a chair. I will call it my screaming chair. Every morning I will sit in it and listen to you scream. Any questions? Okay, überhaupt kein komplizierter Plan. Das ist die große Schwachstelle aller Bösewichten, der Monolog. Jetzt können wir natürlich so tolle Fragen stellen, wie was macht die Kerze, was macht der Blasebalg, wie kommt die Bleikugel und so weiter. Und, aber wir wissen ja, Kerze hier, da flupp Ding, pling, 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 puff, zump, wrrr, zzz. So funktioniert das, ne? Aber wir können viel wichtiger, ganz tolle Fragen stellen und die möchte ich ein paar von euch mit euch durchgehen. What is the secret of Monkey Island? All will be revealed in a few moments. Das ist eine gute Frage, aber das finde ich auch gut. Have you ever tried conditioner on that beard? No. Where do babies come from? I'm growing tired of your stupid questions. Prepare to die. He didn't say what he was going to do to me. An ottoman comes to mind. Naja, auf jeden Fall gibt es da einige, also die letzten beiden Fragen werden immer zufällig generiert, wie ihr gesehen habt. Und da gibt es ein paar ganz nette, da gibt es auch, ich erinnere mich dunkel, es gab damals eine, die dann irgendwie so sowas enthielt wie, wer wird deutscher Fußballmeister oder sowas Quatschiges. Das ist eigentlich ganz cool. Okay, ja, wir hängen hier fest, wir können aber nicht viel machen, weil unser Inventar, ich kann ja mal hier... I can't do that from my present position. Genau, er kann aus seiner Position relativ wenig machen. I can't reach the shield from here. Nice. I can't reach the shield from here. 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 Nice. I can't reach the pan from here. I can't reach the pan from here. Ja, okay, das können wir alles nicht machen. Was machen wir denn dann? Ja, wir können eigentlich effektiv kommen wir an nichts ran im Raum. Aber wir haben natürlich schon einen besonders fähigen Skill gelernt in unserer Zeit des Spielens. Und deswegen werden wir jetzt mal das hier machen. Boy, this stuff makes my spit thick. Und jetzt haben wir das tolle Räuspere, Spritze, Platsche, Spucke und Spritze das Schild. Wir platschen mal auf das Schild hier. Das war nicht richtig. Hey, watch it with the spit. Entschuldigung, Wally. Sorry. Hey. Watch it with the spit. Okay, sorry, Wally. Vielleicht hier? Hey, watch it with the spit.
Ich sag du vielleicht doch nochmal hier. Hey, watch it with a spit. Der arme Wally. My mouth is all dried up. Ja, ist ja gut, dann machen wir das normal. Boy, this stuff makes my spit thick. Hey, watch it with a spit. Hey, ich bin, tut mir leid, Wally. Hier vielleicht doch nochmal? Irgendwie so? Es wird hier immer besser? Nee. Hey, watch it with a spit. Ah, ich glaube. Hey, ja. Watch it with a spit. Aber es wird jedes mit jeder einzelnen Spucksequenz, die ich hier drauf mache, ja irgendwie was anderes. Nee, hey, okay, doch nicht. Watch it with a spit. Nice. What be going on in here? Largo, relight the candle. Guybrush has escaped. Find them. Ha! I bet LeChuck is really cheesed off now. Yep. Hey, Wally? Yeah? Where are we? Good question. Okay. Wie konnte es nur passieren, bei dieser unglaublich ausgetüftelten Maschinerie und dieser wunderbaren Plan, dass wir entkommen sind? Auch diesen sehr eindrucksvollen Screen will ich euch nochmal kurz in dem Original zeigen. So sah das Monokel damals in der alten Grafik aus. Naja, okay. Hier gibt es Krempel. I can't tell what this stuff is. That's too heavy to pick up. Mhm. Oh, Krempel und Kisten hat's hier. Okay, Kisten. These are crates, but I don't know what's in them. I can't find the lid in the dark. They're too heavy to pick up. Okay, es ist alles dunkel. Hm. Wie können wir denn vielleicht Licht machen? Hm. So nicht, so auch nicht, so auch nicht. Damit auch nicht. Ach hier, guck mal. I can't see anything in here. Ja, dann benutzt mal. Holy skunk sweat! Ouch! Natürlich. Und Part 4, Dinky Island. Hours later. Guybrush ist auf jeden Fall hart im Nehmen. Oh Mann. Oh no, no, that's not right. Ja, Papagei ist gut. Okay. Let's go over it again, so no one forgets where we buried the treasure. Okay, let's go over it again, so no one forgets where we buried the treasure. Gee, Captain Marley, where should we bury the treasure? Halt die Klappe. Was macht er denn hier? No, no, that's not right. Herman Toothrot, what are you doing here? Oh, hi. I've been waiting for you. Wie, was, wie, wo, hä? What do you mean you've been waiting for me? Our meeting comes at this, the final moment of my existence so far. All else has been in anticipation of this event. Was? Do you mean to tell me that your whole life has been merely a prelude to meeting me here today? Yours too. But see, already the moment passes. Now our meeting is nothing more than another note in the grand overture to the next passage. Okay, What are you doing here? I'm teaching philosophy here. Denn das erscheint seltsam. How many students have you got? Well, none at the moment. But as soon as word gets out that a guru such as myself is teaching at a beautiful locale like this, I'll have to beat them off with a stick. Okay. What sort of philosophy are you teaching? Neo-existentialist Cartesian Zen Taoism. It's all the rage at cocktail parties this year. Nö, ist klar. Right here? On the beach? Sure beats a Tibetan mountaintop. I can go surfing when things are slow. Okay. Could you teach me some philosophy? Okay, here's a Zen koan for you. A what? A philosophical puzzle.
If a tree falls in the forest and no one is around to hear it, what color is the tree? Forest green? No. Red? No. Blue? Not even close. Cyan? Nope. Lavender? Not exactly. Magenta? No. Puce? No. Brown? Not exactly. Taupe? Not exactly. Aquamarine? Not even close. Oha. Burnt sienna? Nope. Raw umber? Nah. Sepia? Nope. Mulberry? Na komm. Not even close. Na gut, ich glaube, wir geben mal auf. I give up. Think about it some more and come back when you have an answer. Okay. I want my granddaughter to marry a real man. Yeah. A captain, not a washout like you. Hi, Herman. Oh, hi. Ich will noch mal kurz wissen, ob du was von dem Schatz weißt. I'm looking for a treasure. Have you seen any? There are many treasures here, found and unfound. The beauty of the ocean, for example. Or the treasure of the past, seen in the rings of trees, or the half-remembered cacklings of a parrot. Actually, I'm looking for the treasure of Big Whoop. Big Whoop? I'm afraid I am not familiar with that one. Okay. I think I have better things to do than talk to you. I think you will find that the concept of better things is the frailest of illusions. Okay. They say anchovies on the top. Ick. No, they smell like anchovies. They say anchovies on the top. It looks kind of old. Gee, Captain Marley, where should we bury the treasure? Hey, there's a cracker in here. Mhm. Gee, Captain Marley, where should we bury the treasure? Und wir versuchen mal eben den Papagei auszublenden. Geht das, wenn ich einfach nach links gehe? Ja, sehr schön. New stuff's in my inventory. It's a low-sodium cracker. Okay. It's empty and there's a cap on it. Oh, das geht sogar. Das war einfach. I better be careful with this. Okay. Gut, Leute, ich würde sagen, die Adventures auf Dinky Island, die fangen wir in der nächsten Folge an. Und ich würde sagen, ja, das war ja viel, das passiert ist, diese Folge, das wir geschafft haben. Insofern ganz gut so. So, Leute, also ich bin jetzt im Ende. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Wenn ihr Spaß hattet, Daumen nach oben, Abos raus. Und ansonsten freue ich mich, euch in der nächsten Folge wiederzusehen. Bis dahin wünsche ich alles, alles Gute und sage ciao, ciao.